Hey Leute, mal wieder was für die Horrorfans unter euch. Ich habe mir überlegt, wie ein offizielles Scream-Spiel aussehen könnte. War das okay? Ja, war okay. Ja, nehmen wir? Okay, cool. Dann fangen wir gleich an. Gut. Hi Freunde, herzlich willkommen bei Games. Es freut mich sehr, dass ihr auf den Play-Button geklickt habt. Diesmal steht das Video unter dem Motto, abonnieren geht über dekonstruieren. Ja, ihr habt es ja ziemlich sicher mitbekommen, vor einiger Zeit ist der neue Scream ins Kino gekommen. Mittlerweile der 5. Teil der Reihe, von der ich großer Fan bin. Ich habe ihn natürlich gesehen, ich habe auch ein bisschen was dazu zu sagen, das gibt's am Ende des Videos. Aber vor allem dachte ich mir, als ich aus dem Kino kam, warum gibt's eigentlich kein Scream-Spiel? Und dann dachte ich weiter, wenn es kein Scream-Spiel gibt, dann muss es wohl einer machen. Und das werde nicht ich sein, aber ich habe zumindest ein paar Ideen mal aufgeschrieben, wie ein Scream-Game aussehen könnte. Denn ihr habt auch das ja mitbekommen, das Texas Chainsaw Massacre Game ist schon angekündigt. Ghostface, der Killer aus den Scream-Spielen, ist auch als Figur in Dead by Daylight schon dabei. Also irgendwie kann es doch nicht so schwer sein, ein eigenes Scream-Game zu programmieren. Also, wie könnte ein offizielles Scream-Videospiel aussehen? Vielleicht ungefähr so. Okay, klären wir das Wichtigste gleich am Anfang. Wird mein hypothetisches Scream-Game ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, wie es ja derzeit gefühlt alle Horrorspiele sind? Ihr wisst schon, Freitag der 13., Dead by Daylight, Texas Chainsaw Massacre. Also einer spielt den Killer, die anderen die Überlebenden. Oder in diesem Fall die Teenies. Naja, also ich glaube, das könnte funktionieren, aber nicht so wie in Dead by Daylight. Denn das Besondere an Scream ist ja, dass man bis zum Schluss nicht weiß, wer der Killer ist. Es dürfte also keine plumpe Verfolgungsjagd zwischen Ghostface und seinen Opfern sein, denn die Identität von Ghostface, einem oder mehreren, ist ja bis zum Schluss das große Geheimnis und sorgt potenziell für den größten What-the-fuck-Moment einer jeden Runde. Und ja, da denke ich, genauso wie ihr jetzt vermutlich, an Among Us. Dieses Element der Deduktion, also anhand von Hinweisen und Logik den Killer zu identifizieren, ist absolut zwingend für ein Scream-Game. Okay, das Setting. Ganz klassisch eine Highschool. Also im fertigen Spiel gibt's da natürlich noch viel, viel mehr, aber das soll ja hier erstmal nur das Konzept aufzeigen. Also Highschool und wir haben unsere 5 oder 6 oder 7 oder 8 Teenies. Am Anfang einer Runde übernimmt einer oder zwei Spieler die Rolle von Ghostface, was den anderen natürlich nicht bekannt ist. Jeder Spieler hat seine eigenen Aufgaben, seinen eigenen Tagesablauf. Man muss vielleicht zum Footballtraining nach der Schule, besucht den Fotoclub und so weiter. Die Spieler dürfen also nicht die ganze Zeit zusammen rumhängen, sondern müssen sich regelmäßig aufteilen. Ghostface bereitet derweil seine Morde vor. Das heißt, er versteckt sein Kostüm, in das er dann blitzschnell schlüpfen kann, legt sein Messer irgendwo parat und manipuliert vielleicht die Umgebung, also schließt die Türen ab, kappt Telefonleitungen. Das Skript einer jeden Runde verlangt es dann, dass die Spieler sich immer wieder treffen. Sie könnten sich zum Beispiel per WhatsApp verabreden, hey, in 10 Minuten hinter der Aula, lass mal eine rauchen gehen, sowas. Wichtig ist, dass jeder Spieler mindestens einmal einen oder mehrere andere so kontaktieren muss, weil es sonst ja sehr auffällig wäre, wenn immer nur einer sich mit den anderen an einem abgeschiedenen Ort treffen will. Treffen sich zwei echte Spieler, also keiner von denen ist der Killer, erledigen sie zusammen eine kleine Aufgabe, haben einen Dialog oder ähnliches, dafür gibt's dann ein paar Erfahrungspunkte. Und jetzt wird's langsam haarig, bitte vergesst nicht, ich bin kein Game Designer, ich spinne einfach nur ein bisschen rum, aber also auch die unschuldigen Survivor, um einfach mal den Terminus von Dead by Daylight zu übernehmen, müssen sich regelmäßig verdächtig machen, sonst ist das Ganze ja witzlos. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass einer mit roter Farbe an den Händen ankommt und er den oder die anderen überzeugen muss, dass das wirklich nur rote Farbe aus dem Kunstunterricht ist. Oder jemand hat ein Teppichmesser in der Hosentasche und er muss glaubhaft erklären, dass er das nur dem Hausmeister bringen wollte oder was weiß ich. Ja klar, das klingt alles ein bisschen mit der Brechstange zurechtgeschrieben und ist es ja auch. Aber ein guter Skriptschreiber hätte da bestimmt ein paar prickelnde Ideen. Also der Punkt ist auf jeden Fall, dass die allgemeine Paranoia im Team wachsen muss. Keiner traut mehr dem anderen. Jeder könnte der oder die Killer sein. Aber was passiert, wenn der Killer wirklich jemanden in die Falle gelockt hat, in falscher Sicherheit wiegt und dann endlich zuschlägt? Wie gesagt, ich sehe da keine unbeholfene Verfolgungsjagd wie in Freitag der 13. oder Dead by Daylight. Wisst ihr, woran ich spontan denken musste? An die Games von Quantic Dream, insbesondere an Heavy Rain. Ich will also, und ja, ich kann mir denken, dass manche von euch jetzt aufheulen, aber ich will cineastisch inszenierte Quicktime-Events. Die Scream-Filme haben eine Menge geiler Einzelszenen mit schweißtreibender Musik und cleverer Choreografie. Also warum das nicht genauso in ein Spiel übertragen?
Ey, erinnert ihr euch an die Sequenz in Heavy Rain, in der man vor der Polizei flüchten musste und man sah gleichzeitig im Splitscreen, wie die Polizisten immer näher kamen und sich die Schlinge um Ethans Hals immer mehr zuzog? Sowas Ähnliches könnte man doch auch ins Scream-Spiel übertragen. Nur der Killer und das jeweilige Opfer sehen diese Sequenzen natürlich. Für alle anderen Spieler geht der normale Spielablauf weiter. Beide Spieler, der Killer und das Opfer, müssen unter extremem Zeitdruck die richtigen Knöpfe drücken. Ghostface slasht mit dem Messer, das Opfer wirft Schränke und Regale um, um ihn aufzuhalten, sowas. Je besser Ghostface die Szene vorbereitet hat, also etwa Türen versperrt hat, Ausgänge blockiert hat und so weiter, desto schwerer wird es für das Opfer zu entkommen. Denn ich meine, also beim Scream-Spiel müssen halt auch Leute sterben. Und wenn ein Opfer doch mal mit heiler Haut davonkommen sollte, kann es einen der anderen Spieler anklagen, der Killer zu sein, die dann natürlich glaubhaft versuchen zu versichern, dass sie unschuldig sind und die ganze Zeit nur, was weiß ich, hinter der Schulaula eine geraucht haben oder so. Und wenn die anderen Spieler die Leiche dann entdeckt haben, könnte der Killer, der sich mittlerweile wieder natürlich das Kostüm ausgezogen hat, ganz entsetzt tun und den Verdacht subtil auf einen der anderen Mitspieler lenken, von wegen, die beiden habe ich zuletzt zusammen gesehen, sowas, Among Us-Style. Killer und Survivor kriegen, wie gesagt, für alle Aktionen Erfahrungspunkte und die können sie in neue Skills und Fähigkeiten investieren. Ghostface könnte zum Beispiel mehr Möglichkeiten bekommen, die Mordszenen vorzubereiten und die Szenerie zu manipulieren, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Survivor könnten hingegen die Fähigkeit bekommen, Fallen zu erahnen, bessere Intuition zu haben oder ganz einfach, dass ihre Skillchecks leichter ausfallen. Oh, und natürlich neue Kostüme. Zumindest die Survivor brauchen haufenweise alternative Kostüme und Skins. Das wird bei Ghostface natürlich ein bisschen schwieriger, denn ich meine, Ghostface muss natürlich immer wie Ghostface aussehen. Aber hey, selbst bei Dead by Daylight gibt's mittlerweile alternative Looks für die alte Geisterfresse. Ein bisschen was geht da also bestimmt. Also diese Konzeptidee ist jetzt natürlich alles andere als wasserdicht und hakt an allen Ecken und Enden. Was machen zum Beispiel die Survivor, die gerade nicht vor Ghostface flüchten? Die ganze Zeit nur irgendwelche Mini-Aufgaben, um einen echten Tagesablauf zu simulieren? Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin kein Game Designer, aber ich hätte echt Bock auf so ein schönes Scream-Spiel. Mein Ansatzpunkt war, mir zu überlegen, wie ein Horror-Game aussehen könnte, das die Paranoia und das soziale Element von Among Us mit filmreifen, cineastisch inszenierten Mordszenen verbindet. Und außerdem freue ich mich einfach immer, wenn berühmte Filmkiller ihr eigenes Spiel bekommen. Also Entwickler, ran da jetzt! Und dann heißt es vielleicht bald nicht mehr, magst du Horrorfilme, sondern magst du Horrorspiele? Ja, das kann ich schon mal jetzt sagen. Also euch sind da bestimmt 1 Million bessere Ideen gekommen. Euch sind Fehler aufgefallen. Wirklich, hackt's in die Kommentare. Ich finde sowas immer total spannend, einfach mal ein bisschen rumzuspinnen, wie ein Spiel aussehen könnte. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Aber jetzt, wie versprochen am Anfang, noch ein paar Gedanken von mir zum aktuellen Scream-Film. Der läuft ja seit Mitte Januar im Kino. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, probiere ich so spoilerfrei wie möglich zu bleiben. Und für alle anderen, naja, lass mal ganz kurz über den neuen Scream reden. Von allen enttäuschenden Sequels, Reboots und Remakes der letzten Jahre ist der neue Scream das am wenigsten enttäuschende. Aber das sagt ja nicht viel. 10 Jahre nach dem letzten Teil kommt nun also Teil 5 ins Kino. Diesmal saß aber nicht der geistige Vater Wes Craven auf dem Regiestuhl, denn der Horrormeister ist ja leider im Jahr 2015 verstorben. Stattdessen haben Matt Bettinelli Olpin und Tyler Gillett Regie geführt, die vor 2 Jahren schon die sehr feine Horrorkomödie Ready or Not auf die Beine gestellt haben. Die Vorzeichen waren also gut, dass die legendäre Meta-Slasher-Serie Scream mit Teil 5 zu alter Stärke zurückfindet. Aber leider, leider ist den beiden Regisseuren und den Drehbuchautoren nichts anderes eingefallen, als einfach nochmal das nachzuspielen, was vor 25 Jahren mit Magst du Horrorfilme in die Popkultur einging. Nur diesmal eben ohne Überraschung, ohne Cleverness und ohne den Charme der ersten Filme. Wie hieß es in Scream 4 richtig? Das Dekonstruieren von Horror-Klischees ist mittlerweile selber ein Klischee und das Spielen mit der Metaebene ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Aber statt diese sehr richtige Lektion zu beherzigen, tut Scream 5 so, als wäre es immer noch total smart, alle großen Horrorfilme der letzten paar Jahre zu name-droppen. Und dann plappern die Figuren nur das nach, was andere Leute auf Letterboxd Filmkritikern nachplappern. In der Anfangsszene sagt ein Mädchen, das vielleicht 15 oder 16 ist, dass ihr Lieblingshorrorfilm der Babadook ist, weil, Originalzitat jetzt, es ist eine Meditation über Trauer und Mutterschaft. Zwei Schwestern heißen Carpenter mit Nachnamen und eine andere Figur mit Vornamen Wes. Kapiert? Kapiert? Wie Wes Craven? Das ist ungefähr der Grad an Cleverness in diesem Film. Es gibt keine einzige wirklich starke, sauspannende Einzelszene, wie in Teil 2, als Sydney und ihre Freundin mit Ghostface im Auto eingeklemmt sind oder die Theaterprobe oder als Gail Weathers im Tonstudio ist in Teil 3.
Ach ja, Sydney, Gale und Dewey kommen auch wieder, haben diesmal aber nicht viel zu tun und sind eigentlich nur dafür da, die Staffel an eine Handvoll Nachwuchsschauspieler weiterzugeben, die nicht halb so talentiert sind wie die alten Hasen. Vor allem Melissa Barrera, die neue Sydney Prescott, ist eine absolute Fehlbesetzung. Ich habe seit Annabelle Wallace in, naja, Annabelle, keine weibliche Protagonistin gesehen, die mit so wenig Schwung und Charisma durch die Szenerie stolpert. Die nächste Neve Campbell ist sie nicht. Aber okay, mal was Positives, der Gewaltgrad wurde deutlich angehoben. Nachdem gerade Teil 3 ja eine recht blutleere Angelegenheit war, hält Scream 5 voll drauf. Ghostface hackt mit seinem Messer auf die Teenies ein, als gäbe es dafür einen Preis zu gewinnen. Wir sehen sogar ein Messer in Nahaufnahme in einen Hals gleiten und da bleibt es auch schön. Nice! Die Gewalt wird nie selbstzweckhaft und überschreitet nicht die Grenzen des guten Geschmacks, aber es ist doch schön zu sehen, dass der Film wenigstens hier keine Kompromisse macht, wo der Rest so zahnlos und überraschungsarm ist. Scream 5 ist keine Katastrophe, aber schmerzhaft banal und irgendwie auch egal. Kann man gucken, als Fan der Reihe sowieso, aber nach einer Woche hat man die Hälfte schon wieder vergessen. Man merkt einfach, dass Wes Craven hier gefehlt hat, der ja selber mit Teil 4 schon gestrauchelt hat. Falls es noch ein Sequel geben sollte, muss es wirklich radikal anders sein, eine originellere Story bieten und nicht den Kram machen, den Scream schon vor 25 Jahren gemacht hat, und zwar 1 Million Mal besser. Dieses selbstreferenzielle Getue ist nur noch öde und es lockt im Jahr 2022 wirklich kein Horrorfan mehr hinter dem Ofen davor. Also, geht rein, wenn's euch juckt, aber der letzte Schrei ist das hier nicht. Tja, make Scream great again, das war das Motto des heutigen Videos. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Gedankenexperiment und ich meine es wirklich ernst. Also, wenn ihr eigene Ideen habt, eigene Vorschläge, eigene Konzepte vielleicht gerade im Kopf habt, hackt sie in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, das zu lesen. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche Freitag gibt's die nächsten News und bis dann. Das ist Metaebene, Baby.